ist Gömmigen Freinacht! Es ist ein herrlicher Tag, findet ihr nicht auch? Ja. Ja. Perfekte Bedingungen, um einen Mord zu begehen. Findet ihr nicht auch? Hey, wollt ihr Fang spielen? Nein, ich will spielen Töte Kommandant Maro. Und den Kaiser werde ich auch noch mit ihm spielen. Töte den Kaiser. Aber das kann ja nicht sein, ne? Der eine schlachtet unsere Familie ab und der andere entzieht sich einfach unserem Kontrakt. Nee, 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 nee. Also das geht ja nun wirklich gar nicht. Also Tis verlangt das schon nach Blut. Und das können wir ihm nicht verweigern. Ihr gehört doch zu diesen Akademie-Magiern, oder? Ich habe ja gehört, dass sich die Lage dort wieder beruhigt haben soll. Wieso stehst du in meinem Gesicht? Das ist sexuelle Belästigung, dafür kann ich dich anzeigen. Und das Urteil kann ich direkt auch vollstrecken, ne? Yay. Yay. In First Person sieht es trotzdem episch aus. So, wo haben wir ihn denn? Dieses Schwein. Da steht er. Da steht er. Vielleicht nicht noch weiter hoch. War ich nicht. Ich bin nur ein Passant. Der zufällig vorbeikommt. Breitbeinig. Oh, was ist passiert? Keine Ahnung. Er hat einen Pfeil in den Bauch bekommen. Sehr tödlich. Noch tödlicher als das Herz. Dein Vorgesetzter ist gerade tot. Scheint ihn nicht so sehr zu interessieren. So, die Frage, was geht schneller? Schwimmen, laufen oder irgendwas anderes? Ja, so viel da. Und Sandy aus dem Nichts, dieses große kaiserliche Schiff. Aus dem Nichts. Mit Flagge. Mit Flagge. Sind die schon prachtvoll aus? Die Katharina, keine Ahnung. Katharina. Hast nicht zugehört, Chicken. Nö. Nö. Ich höre doch nicht zu. Und der Anker verschwindet einfach im Nichts. Da soll ich durchpassen? Na, ich weiß ja nicht. Obwohl. Oh, die Kette ist im Weg. Da muss man sich ja durchzwängen. So, geschafft. Das ist jetzt erstmal genug. Töte den Kaiser. Ich kann auch den Rest der Crew töten. Was? Da fliegt was in der Luft. Die Seemänner haben eigentlich nichts damit zu tun, aber... Ist da jemand? Egal. Wir verhalten uns nicht gerade leise. Wenn sie alle angerannt kommen.
Na, theoretisch müsste man sich auch hier einfach durchschleichen können. Es gibt Ärger. Kommst du denn darauf? Dass es Ärger gibt. Habe ich noch Aura flüstern? Ja. Das. Ja, sind eine Menge Leute. Frage ist, welche Kabine ist der Kaiser? Da, wo der Lavendel ist. Mit fliegenden Schilden. Ach, den Fall nehme ich wieder mit. Der war teuer, ne? Ja, geh doch. Ist die Decke so niedrig, dass du nicht da drauf kannst? Auf den Tisch, um das Gold zu schnappen. Ja, schönes Schiff. Besser als das, was ich alles jemals in Minecraft gebaut habe. Das. Also eigentlich flüstere ich ja mit Aura flüstern. Das dürfte niemand hören, aber das hören trotzdem alle. So unlogisch. Hier auch Metallzeug. Selbst einen Schmied haben die hier an Bord. Na, wollen wir ein bisschen Essen abgreifen? Kein Glas durch. Käse. Ja, das ist echt alles Käse hier. Alles Käse. Erlesener Geschmack. Ja. Da war ja was. Tja, das ist nun alles vorbei. Der Leutnant sagte, man könne den Rauch von Weißlauf sehen. Ja, ich bin froh, dass wir nun endlich abtreten können. Ich bin es leid, mich ständig umdrehen zu müssen. Wir können uns gemütlich zurücklehnen, uns entspannen und die Reise nach Hause genießen. Nein, könnt ihr nicht. Das sind interessante Todesgeräusche, die ihr von euch gegeben habt. Experte. Das. Schade, dass man nicht durch Schlüssellöcher gucken kann, um zu gucken, was dahinter ist. Na, es wird zu OP. Jetzt habe ich Leute aufgeschreckt, weil ich eine Tür aufgemacht habe. Ich verstecke mich im Knast. Hier wird mich niemand finden. Ha 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 ha. Nee, sind nur aufgestanden, aber interessiert sie nicht. Interessiert sie nicht. Durch das Ohr. Durch die Nase. Ja, lecker. Dafür werden meine Pfeile also missbraucht.
Damit Leute sich diese ins Ohr durch die Nase durch reinstecken. Ich spare mir jetzt einfach mal jede einzelne Kiste und so zu untersuchen. Der Kapitän. Ja, jetzt warst du mal Kapitän. Bleib lieber beim Flötenspielen. Genau, checken. Was möchtest du uns damit sagen? Eigentlich gar nichts, ne? Etwas weiter höher. Etwas weiter... abbrechen. Hat auch das Wort brechen drinne. Kein Wunder, dass ich so oft kotze. Himmelshandschuhe. Ja, ich lasse die jetzt eiskalt da drin liegen. Denn ich bin ein böses Chicken. Ach, Chicken, du nimmst doch auch sonst immer alles mit für deine komische Sammlung. Da geht's ans Deck, da wollen wir nicht hin. Nicht bevor wir den Kaiser getötet haben. Habt ihr etwas gehört? Ja, da ist zwar gerade jemand vor mir gestorben, aber... ich hab dich nicht getötet, ne? Die sind einfach alle One-Hit sind. Schleichangriff for the win. Wer ist da? Mit 40 plus auf Schießkunst. Habe ich alles nur für diesen einen Moment hinge... Du Schwein! Du hast dich mit der Seemannsleiche ins Bett gelegt, dich an ihr rangekuschelt. Und wer weiß, was er noch damit gemacht hat. Also, der Typ hat's verdient zu sterben. Ist ja ekelhaft. Widerwärtig. Elfenohr. Die können wir dir gerne geben. Sichtbarkeit. Funktioniert doch eh nicht. Hier wird nicht mehr geschmiedet, es ist... Schlafenszeit fast. Das ist Ruhestörung, ne? Geht ja nun mal gar nicht. Blumen! Die roten brauche ich, die roten oder die blauen? Die roten natürlich. Ja, eine logische Schlussfolgerung. Rot, was sonst immer die Farbe der Gesundheit ist, stellt Magika wieder her. Und blau, was eigentlich sonst immer die Farbe der Magika ist, stellt Gesundheit wieder her. Hä? Nehmen wir als Kriegshammer. Lass dich auch einfach liegen. Mir auch egal. Chicken versucht zwangshaft, klemmhaft ihre Kleptomanie in Videospielen zu überwinden. Hättest du das Messer nicht gezogen, hätte ich dich wahrscheinlich nicht gefunden, aber ich wäre wahrscheinlich sowieso hier reingegangen, also hätte ich dich doch gefunden. Wahre Barentia. Ist ein Pornostar.
weiß nur niemand. Soll aber bald verfilmt werden.